Kennt ihr auch das Problem, wenn ihr mit klaren Resin arbeitet und es aus dem Drucker rauskommt und es glasklar ist? Und sobald ihr es ein bisschen verarbeitet habt, es sofort gelb wird? Falls ja, zeige ich euch heute, wie ihr das verhindert und zwei Varianten, wie ihr es wieder glasklar hinbekommt. Also, bleibt dran! Hallo zusammen. Woran liegt das, dass klares Resin, wenn es aus dem Drucker jetzt kommt, total glasklar ist und sobald wir es jetzt verarbeiten, vergilbt? Es liegt bei den meisten an der Vorbereitung. Zum einen sollten wir sauberes Isopropanol verwenden. Nicht ins dreckige Bad reinschmeißen. Sieht das Ding auch total verhunzt aus. Deshalb verwende ich hier sauberes Isopropanol und fülle das in diese Schale hier ab. Ich tunke immer die Resinstücke ins saubere Isopropanol und mache die dann mit einer Zahnbürste sauber. Wichtig ist, dass es nicht so lange im Isopropanolbad drin ist. Also wirklich nur ganz kurz rein, Zahnbürste sauber machen, fertig. Hier habt ihr den Vergleich zwischen einem, der aus der Druckplatte rausgekommen ist und einem, den man nur kurz ins Isopropanolbad reingetan hat. Man sieht den Unterschied. Links ist es schon glasklar und rechts ist es schon wieder milchig. Als nächsten Schritt gilt es ja, nach dem Isopropanolbad das Ganze nochmal mit klarem Wasser sauber zu machen. Ich verrate euch einen kleinen Trick. Das funktioniert auch bei den normalen Drucken. Benutzt, wie ich das hier gerade mache, heißes Wasser. Sobald ihr heißes Wasser verwendet, könnt ihr die Druckstützen problemlos lösen. Probiert es mal selber aus. So sehen die Teile nun aus, wenn sie fertig mit Isopropanol bearbeitet wurden und gewaschen wurden. Der nächste Schritt ist jetzt UV-Bestrahlung. Im Normalfall, wenn das jetzt normales Resin wäre, würde ich jetzt alle Teile nehmen, würde sie reinschmeißen, keine Ahnung, würde 8, 10, manchmal habe ich auch 12 Minuten kommen, ganz auf die Teile anmachen, fertig ist. Das dürfen wir hier auf gar keinen Fall machen. Umso länger es da drin ist, umso gelber wird's. Deshalb habe ich jetzt vor, weil ich habe ja mehrere gleiche Teile, verschiedene Zeiten auszuprobieren. Ich würde mal sagen, ich fange mit diesem Teil an und mache einfach mal 3 Minuten und nachher können wir alle Teile mal gegeneinander vergleichen, um zu sehen, welche Zeit das beste Resultat erzielt. Also man sieht jetzt schon den Unterschied. Seht ihr? 3 Minuten gegenüber einem, was nur gewaschen wurde. Das ist richtig gelblich geworden. Den packen wir mal zur Seite hier. Ich würde sagen, wir probieren den hier mal mit 2 Minuten aus. Mal schauen, wie das Resultat wird. Hier ohne UV-Strahlung, hier 3 Minuten, hier 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Minimal heller als der mit 3 Minuten. Minimal, also wirklich kein großer Unterschied, sage ich mal. Packen wir die mal wieder weg. Und jetzt würde ich sagen, den probieren wir mal 1,5 Minuten aus. Mal gucken, wie das dann aussieht. So, 1,5 Minuten fertig. Das sind 3, 2, 1,5 Minuten. Also 1,5 Minuten finde ich tatsächlich noch am besten. 2 Minuten ist auch in Ordnung, 3 Minuten ist zu vergilbt. Also 2 Minuten oder 1,5, obwohl ich 1,5 definitiv am besten finde. Man sieht auch den Unterschied zwischen 3 Minuten und 1,5 Minuten. Aber unter 1,5 Minuten würde ich nicht gehen. So, den hier probieren wir einfach mal mit 8 Minuten aus, damit ihr mal seht, wie das Ganze dann aussieht. Wieder in der richtigen Reihenfolge präsentiert. 3, 2, 1,5 Minuten. Hier vorne seht ihr
Das mit 8 Minuten, also das sieht man wirklich deutlich. Und der direkte Vergleich hier zu einem, der noch gar nicht behandelt wurde. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Es gibt 2 Varianten. Ich würde mal sagen, ich fange mit der am häufigsten angewandten Variante an. Keine Ahnung, ich nehme mal das 2-Minuten-Teil dafür. Die häufigste Variante oder die häufigste Lösung ist, Klarlack zu verwenden. Ich verwende das hier von Vallejo. Ihr könnt aber jedes andere Klarlack dafür verwenden. Das ist egal. Ich werde das Teil jetzt hier mal besprühen und dann werden wir uns das Ergebnis mal anschauen. So, fertig. Also ich muss sagen, der ist richtig gut geworden. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen im direkten Vergleich zu dem rechten, der noch nicht behandelt wurde? Falls ihr das nicht genau sehen könnt, also ihr könnt mir echt glauben, der könnt ihr so durchgucken, der ist kristallklar. Und hier mal der direkte Vergleich mit dem 8-Minuten-Teil, also das ist immens, würde ich sagen. Da 1,5 und 2 Minuten keinen großen Unterschied haben, nehme ich einfach mal das Teil, was wir 3 Minuten in UV-Bestrahlung hatten. Und da kommt die 2. Methode zum Einsatz. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn das jetzt schon wieder? Ganz einfach. Ich habe einfach das klare Resin, was ich verwendet habe, in so einen kleinen Glasbehälter abgefüllt. Und die 2. Methode besteht darin, dass wir den 3D-Druck noch einmal mit einem Pinsel und klarem Resin vollflächig anstreichen. Nutzt dafür am besten so einen alten Pinsel und zusätzlich dazu braucht ihr noch so eine UV-Taschenlampe. Ihr seht auch hier, sobald das Resin drauf ist, wird es glasklar. Also ich glaube, das kann man wirklich deutlich erkennen. Seht ihr das? Also nebenbei, dies ist auch die Variante, die ich am häufigsten verwende, weil ich einfach finde, dass das Resultat viel besser ist. Nachdem ihr das Modell vollflächig mit Resin eingestrichen habt, kommt die UV-Taschenlampe zum Einsatz. Ganz kurz nur drauf. Wenn ihr es natürlich wieder zu lange habt, dann gilbt es wieder. Also nur kurz drauf, bis es antrocknet. Und dann kurz mit dem Zeber abgewischt. Und schaut euch das an, wie das glänzt. Na, wie findet ihr das Resultat? Bedenkt, es ist ein bisschen gelblich, aber das war auch das 3-Minuten-Teil. Was ich dann noch mache, ist, ich gehe noch einmal mit einer Schicht Klarlack drüber. Das mache ich mal eben, das hat aber auch keinen Effekt drauf. Also es sieht danach immer noch gleich aus. Also, so sieht das Teil jetzt aus. Das ist immer die Variante, die ich benutze. Hier nochmal im Vergleich zu den 8-Minuten-Teil. Also man sieht natürlich einen deutlichen Unterschied. Was wir aber machen können, ist das Modell, was 8 Minuten in der UV-Bestrahlung drin war, auch nochmal so behandeln. Also mit Klarlack wird das nicht funktionieren. Also verwende ich die Methode mit Resin. Mal gucken, ob wir es so glänzend hinbekommen wie am Anfang. Also ich habe jetzt nur die Hälfte davon behandelt, damit man das vielleicht besser erkennt. Was einem sofort auffällt ist, es ist zwar klar, aber es ist vergilbt. Das Vergilbte kriegt man nicht mehr weg. Das bedeutet also für uns, dass wir so wenig Zeit wie möglich mit UV-Bestrahlung arbeiten dürfen. Umso länger das passiert, umso gelber wird das Objekt.
Hier der direkte Vergleich. Hier das Stück mit 3 Minuten. Das habe ich mit Resin und Klarlack gemacht. Das ist unser erstes Stück nur mit Klarlack. Was sofort auffällt, ist, dass das mit Resin einfach durchsichtiger ist, würde ich sagen. Hier nochmal unser 8-Minuten-Teil. Glasklar, aber vergilbt. Das Vergilbte kriegt ihr einfach nicht mehr weg. Und was ihr nicht gesehen habt, dieses 1,5-Minuten-Teil, das habe ich auch nochmal mit Resin und Klarlack gemacht. Und für mich der absolute Sieger. Also, vielleicht erkennt man das nicht genau auf der Kamera, aber also ist fast gar nicht vergilbt und ist absolut kristallklar. Nochmal zusammengefasst, die Modelle mit sauberem Isopropanol sauber machen. Falls ihr Löcher in den Modellen habt, bitte die dicht machen mit dem Finger oder so, dass da kein Isopropanol reinkommt, weil sonst wird das dann matt von drinnen. Und das kriegen wir nicht mehr weg. Danach mit Wasser sauber machen. Und was wir festgestellt haben, zwischen 1,5 und 2 Minuten unter UV-Licht. Und danach ist es eure freie Entscheidung. Entweder benutzt ihr Klarlack oder die Variante mit dem Resin. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch geholfen und ihr ab jetzt nie wieder Probleme mit durchsichtigem Resin haben werdet. In diesem Sinne, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.